Um das Eggersystem in seiner Funktionsweise zu verstehen, erklären wir dir hier in diesem Video die einzelnen Komponenten. Das verschafft dir einen Überblick und erleichtert dir den Selbsteinbau. Am Beginn des Heiz- oder des Kühlsystems steht immer die Energiequelle. Sie stellt die Energie bereit, um das Wasser, das durch die Eggerregister fließt, auf deine gewünschte Vorlauftemperatur zu bringen. Möglich ist das mit einer Vielzahl an Energiequellen. Wärmepumpe, Strom, Fernwärme, Öl und Gas, passive Energiegewinnungssysteme und vieles andere. Idealerweise hast du die Energiebereitstellung schon mit deinem Installateur abgestimmt. Im nächsten Schritt gelangt das auf die gewünschte Vorlauftemperatur gebrachte Wasser nun zum Heizkreisverteiler. Der Heizkreisverteiler verteilt, wie der Name es vermuten lässt, das Wasser auf die einzelnen Heizkreise. Jeder im Plan angeführte Heizkreis bindet zum Heizkreisverteiler mit einer rot dargestellten Vorlaufleitung und mit einer blau dargestellten Rücklaufleitung ein. Er ermöglicht dir auch, die Heizkreise individuell und einzeln anzusteuern. Je nach Anzahl der Heizkreise ist die Dimensionierung des Heizkreisverteilers zu wählen. Idealerweise hast du schon mit deinem Installateur Rücksprache gehalten und er ist bereits vor deinem Einbau installiert. Der Heizkreis besteht aus der Vor- und Rücklaufleitung und aus einem oder mehreren Feldabschnitten. Diese sind so miteinander verbunden, dass das durchströmende Wasser durch alle Eggerregister durchfließen kann. In diesem Kreislauf fließt Wasser mit der gewünschten Vorlauftemperatur über die rot dargestellte Vorlaufleitung in den Kreislauf ein. Und Wasser, das nun bereits Energie an die Fläche abgegeben hat, über die blau dargestellte Rücklaufleitung zurück. Dort wird es mit Hilfe der Energiequelle wieder auf die gewünschte Vorlauftemperatur gebracht und der Kreislauf kann sich fortsetzen. Um Heizkreise immer möglichst material- und energieeffizient zu gestalten, werden immer möglichst viele Eggerregister der gleichen Länge aneinandergereiht. Dabei entstehen Rechtecke, die wir als Felder bezeichnen. In der Planung wird dir immer mit Hilfe eines Pfeils angezeigt, wo im Feld das Wasser einfließt und ausfließt. Im Überblick über unser Beispielprojekt, aber auch dann bei deiner eigenen Planung in Zukunft, siehst du nun, wie vom Heizkreisverteiler über die Vor- und Rücklaufleitungen die Heizkreise und deren Felder nun miteinander verbunden sind. Das schafft dir ein Grundverständnis und erleichtert dir die weitere Montage.